Auto gerät in Gegenverkehr. Bei einem Unfall auf der Abfahrt der B67N zur Fachhochschule ist am Abend ein 71-jähriger Mercedes-Fahrer aus Mützenich in der Eifel auf die linke Fahrbahnhälfte abgekommen. Hierbei stieß er mit dem Mini eines 37-jährigen Lüdinghauseners zusammen. Dabei verletzte sich die Beifahrerin des Mercedes-Fahrers nach ersten Erkenntnissen schwer. Sie und der 71-Jährige kamen ins Krankenhaus. Der 37-jährige Minifahrer blieb unverletzt. Der Gesamtschaden liegt bei rund 18.000 Euro. Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten blieb die Anschlussstelle zur Fachhochschule in Richtung Münster vorübergehend gesperrt.